Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Hofberg von Loaded. So, wir werden mal schnell hier die Kollege anschmeißen hier. Das ist der Krabbert. Der war hier am Tränen, soweit ich weiß, sieht das aus. So, V. So, und jetzt, wo haben wir dich? H. Du scannst schon, das passt. So, dich hier aber. Du machst so lange, bis du hier kein Saatgut mehr hast. Das wird bald der Fall sein. So, jetzt brauche ich dich da. So, und B. So, ich muss immer bei Gelegenheit mal hier das Füllvolumen hochnehmen, bin noch nicht dazu gekommen. So, Dele. Ich sollte mal ein bisschen Kartoffeln ernten. Für unsere, na, sag schon, unsere Schweinefutterproduktion. Da brauche ich ein bisschen Schrot, aber das baue ich als Getreide dafür an. Da passt das ja. Mir krabbelt's in der Nase. So, jetzt sind wir gleich schon wieder voll. Da ist er. Stellen sind jetzt doch ganz drüben. Gut, Kampffahrer, was will los? Ach, da ist ein Löser. So groß ist das Feld gar nicht. Aber der Kübel dauert voll. Noch nicht mal zwei Runden geschafft. Mensch, 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 ist das schlecht. Ist das schlecht. 3 mal voll und okay, jetzt 2 Runden hinter uns. Vorsorgen stehen ein Tick zu weit weg. Passt das so? Er lädt ab, genau. So, muss ich doch mal bei Gelegenheit hier das Füllvolumen hochklappern. So, schmeiß mal an. So, er hat fertig. Ach ja, und da drehen wir einsam unsere Runden hier. Aber besser wie Zuckerrüben. Rüben haben wir ja auch von der Firma in der Morgen, bloß in einer anderen Farbe. Hier ist dann lieber rötlich, so rotbraun, als ja unten, was jetzt hier bei dem blau ist. Nicken. Der schuppert hier herum. Eine wahre Freude. Eine wahre Freude mit dem Ding hier rumzufahren. Arbeitsbreite passt nur mit seinen 5 Metern. Das sind ein paar Reihen. Wenn du es manchmal teilweise etwas nervig ist, der ist so schnell voll.
Mit dem Schengen steht das auch schlechter Schlepper. Entfernen Spritzen. Spitzenöfe. So, na, komm. 12.000, sind wir bei 16.000. Haben wir drinne. 35%. Dann kriegt ihr wohl 35.000 rein. Reinladen müssen. 10%. 600% sind 3 Ladungen. So. Sieht doch schon mal ganz cool aus, ja. So. Und schmeißen wir schon mal da an. Das schmeißen wir schon wieder an. Ach, der ist schon leer. Das können wir weitermachen. So. Na, das Helfer Snoopy wird durch ein Objekt blockiert. Der ist schon verzappt. Da ist es die Sämaschine. Hat das nie geschafft zu wenden hier oder was? Ein Stück Former alleine. In der Hoffnung, dass die Zähne das auch noch reichen. Aber das sieht gut aus, die Zähne, weil sie noch reichen. Das war schon ein Schmus zusammen hier. Das haben wir noch. Wow, das war verdammt eng. Zwei Liter noch. Ich gehe jetzt wirklich bis auf den letzten Liter auf. Ich glaub's nie. Der letzte Liter. So. Gucken wir gleich mal. So mal. Bam, bam. Ja. Nö, alles erwischt. Supi. So, sind wir uns hier am Feld. Okay. Da kühlen sie rein auf dem Meter. Unten eine Kartoffelernte mal verschieben kurz. Bum bum. Aber nächste Folge doch noch ein bisschen Kartoffeln ernten müssen. So, dann bauen wir an. Ihr fällt es zu reichen machen. Ja, ihr fällt es erstmal reichen. So. Der Vortrag war für Dünger. Dünger hat man schon. So. Wie Dünger? Muss ich nicht sehen? Nee. Wo Kinder nicht hat. Sieht jetzt nicht danach aus. Als Dünger, Saatgut meine ich doch.
Das leer wasch, mal gucken. Und jetzt halt, wo war ja alle. Kälte. Jetzt reide war ja alle. Und zwar muss so ja Boden machen. Und fertig ist jetzt das nächste Feld. 21 müsste das sein. Auf der 3 sind wir ja gerade mit, ja, mit Krummern. Hier geht's zu den Schafen, müssen wir mal ins Weiter. Genau. Ja. So, ist die Frau, der macht auch schon schön. Das passt ja. So ist das wesentlich krass. Das ist jetzt nicht mehr. Aber ich Kreis fortfahren? Ja, würde ich sagen, oder? Passt das in den Ofen ab? Von der oben nach Ofen ab aus. Mal gucken, was er macht. Ich setze dich jetzt hier an. Okay, macht er nicht. Zum Schluss kommen die Richtung eine falsche Richtung. Ja, das dachte ich nicht. Ach, macht er eine Scheiße hier. Aus. Selber mal ganz kurz selber eine Schickbahn ziehen. Da irgendwelche Scheiße zusammengerührt. So, und zwar B und V. So, fahren wir es mal selber in mehrere 50. Mit der inneren Erstaunen, dass man selber fahren, wie es aussieht. Das ist ja meistens so. Dass wir die erste Runde leider selber fahren müssen. Ja, ich fahre aber gut mit 12, 13 km/h passt das eigentlich. Gucken, ob wir bis zur nächsten Folge das schaffe, das Volumen zu erhöhen. Drei Seiten haben wir so gut wie geschafft. Jetzt geht es auf die letzte Seite drauf zu. Und dann machen wir weiter tüften. Gleich geschafft mit den Kollegen und Schnürschuh. Das sieht gesünder aus, ja. So, hier stehen geblieben.
Jetzt geht's weiter mit den Tüften. So. Fast halb voll. Geht hier wie beim Brezelbacken. Ach, meine Nase. Das heißt, wenn wir auf vorne was Neues oder fallen auf die Nase. So. Das macht gerade 16.000 oder 20.000, das ist wie rund Schweinefutter. Wir sind wieder full HD, alle full mit Tüften. Wo steht der Schlepper? Da müsste hier vorne oben stehen. Genau. Ja, die Tüften, da muss ich immer einkochen. Oder mit der, ja, mit dem Frontlader aufheben. Wenn man klappt, ist klar. Gut. Klappt mit der Umstellung. Ah, komm, was lang mal hin. Bum, bum. So, Hammer. So. Und wird da ein mit schwimmen bei den Dienstbums. Quatsch. So, er ist soweit fertig. Peter hat fast zwischen 15%, so kommen 3 Minuten vorne. Es geht schneller wie beim Brezelbacken. Aber wir kommen da langsam immer ein Stück weiter mit dem Amten, weil die Bahn. Da wir ja im Kreis zuckeln, haben wir die Bahn ja schneller fertig. Also die Bahn rund immer kleiner, sagen wir mal so rum. Aber wir haben noch ein bisschen zu tun. Ich muss leider Notiz schreiben. Oder Abschnitt schon aufgeschrieben. Noch nie gemacht. Noch mal den Zettel. Ja, habe ich schon aufgeschrieben. Gut. Aber wieder vergessen. So, den machen wir jetzt noch full. Das ist schneller geht als gedacht. Ja, ich schaffe schon fast eine halbe Runde. So. Langsam hat es die Kabel mit dem Hänger. Also sollen wir Allrad aktivieren.
Also die Differentialspannung reinhalten, damit mehr Wasser. Entschuldigung, gut wegkommt. Als wenn man sich da schon ständig den Acker eingräbt, bevor man vorwärts kommt. So. Laden noch schnell ab, aber das werde ich im Off weiter. Dann sage ich euch, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Yasuo.